Moin, meine Lieben, hier ist wieder eure Stempelpiratin Jessie. Ich bin unabhängige Stempel-Up-Demonstratorin und lebe in Rostock. Heute möchte ich mit euch diese einfache, kleine, niedliche Karte machen. So, dafür benötigen wir ein Stempelset. Hier habe ich mir ausgewählt, das ist zum Geburtstag für dich. Daraus den Text, alles Liebe zum Geburtstag. Dieses Stempelset ist ein Level 1 Set aus der Celebration 2020. So, dann haben wir hier das Stempelset Painted Poppies. Daraus habe ich ausgewählt die kleinen Klatschmohnblümchen hier und die Kleckse, die großen und die kleinen. Das habe ich mir auch schon auf Acrylblöcke aufgezogen. Dann brauchen wir Dimensionals, den Wink of Stella Shimmer Glimmer Pen und Stempelkissen. Ich habe gewählt Wildleder, grüner Apfel und Blutorange. Dann haben wir hier auch in grüner Apfel einen Streifen für den Text gleich, einen weißen Kartenaufleger, eine grüne Mattung und ein Kartenrolling. Die Maße für alles schreibe ich euch unten wieder in die Infobox. Ach, und Flüssigkleber brauchen wir. So, diese Karte möchte ich heute wieder unter 10 Minuten mit euch fertigen. Dann stellen wir uns mal den kleinen Käfer hier. So. Wir fangen an mit den Blümchen in Wildleder. Sieht bestimmt auch gut aus in Espresso. So, die setze ich mir ein bisschen höher als eben bei der ersten Karte, die ich gemacht habe. Wenn die nicht hundertprozentig gleichmäßig sind oder nicht hundertprozentig gerade, ist das überhaupt nicht schlimm. Kommt gleich der Streifen drüber. So, dann schnappen wir uns die großen Kleckse und stempeln uns die in grünen Apfel. Ruhig immer so ein bisschen drehen. So ein kleines bisschen hier oben mit in die Blümchen rein. So, das machen wir uns gerade noch schnell sauber. Nehmen wir mal den neuen Chemie für. Den habe ich noch gar nicht benutzt bisher. Das ist so ein Schwammtuch, könnte man sagen. Das habe ich nur nass gemacht mit Wasser. So. Blutorange und klecksen uns den Klatschmohn. Einmal umdrehen. So, ja, den kleinen bräuchte ich noch mal. Müssen nicht alle rot sein, aber zu viel Weiß ist halt auch nicht schön, finde ich. So, jetzt nehmen wir uns den Streifen für den Text.
was wir gerade sind. Deswegen stempel ich mal erst und klebe es dann auf. Dann ist es nicht ganz so tragisch, wenn man schief ist. Kleben wir uns hier noch ein paar Dimensionen drauf. Wenn ihr das lieber mit Flüssigkleber machen wollt, als mit einem Abstandsklebemittel, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, was ich euch hier zeige. Das sind ja nur Inspirationen. Ob ihr das so macht oder nicht, ist ja nachher eure Sache. So. So, jetzt wäre eine Schere noch gut. Grünen Cardstock. Natürlich wieder hier in der Mitte die Mattung rausschneiden, also in der Mitte der Mattung was rausschneiden, gerade wenn man es verschicken möchte. Es fällt nämlich nachher wirklich keinem auf, wenn ihr jetzt hier nur 2 cm grün habt ringsum und in der Mitte quasi ein Loch habt. Das Hauptmotiv ist davor und das sieht nachher kein Mensch mehr. Gehen wir mit dem Wink of Stella Pen hier einmal über die Blüte. Ihr müsst auch nicht über jede gehen. Ihr könnt auch Glossy Accents auf die einzelnen Blüten machen oder was ihr gerade zur Hand habt. Nouveau Drops oder. So, und man kann es auch einfach so lassen. Ich weiß nicht, ob ihr den Glitzer überhaupt seht. So, und fertig ist die Karte. Selbst mit Aufräumen und vorher noch Papier zurechtschneiden sind wir unter 10 Minuten geblieben. So. Der Kleine hier, wie könnt ihr den sehen, so, sagt noch ungefähr 2,5 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, bleibt kreativ. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.